Sina, wir müssen jetzt anfangen. Ja, okay, fang schon mal an. Ich Also, muss das noch. ist Sina und ich bin Felix und das sind die Was geht ab Shorts mit Ein Selfie. Selfie! Instagram, Twitter, Facebook. Die sozialen Netzwerke sind mittlerweile unser wichtigstes Instrument zum Kommunizieren und Vernetzen. Umso bedeutender wird die Selbstinszenierung im Netz. Sei es durch Vloggen oder Selfies, Trends wie Unboxing, beim Essen filmen oder die vor ein paar Monaten noch so gehypten und gleichzeitig gehassten Biernominierungen. Die Selbstdarstellung kennt keine Grenzen. Gerade Instagram bietet sich für die wohl am meisten verbreitetste Art der Selbstdarstellung an. Die Selfies. Und wie man sich wo am besten, von welcher Seite, aus welcher Perspektive wann darstellt, überlässt wohl kaum noch jemand den Zufall. Denn je lustiger oder attraktiver das Bild, umso mehr Likes gibt es. Und genau das ist es ja, was wir wollen. Nach den ersten paar Versuchen weiß man sehr schnell, was in der Öffentlichkeit ankommt und was nicht. Und genau diesen Gesetzen beugen wir uns automatisch. Denn jeder freut sich über eine positive Reaktion, wenn wir ein Bild mit uns oder aus unserem Leben teilen. Das ist ganz natürlich. Wenn keiner oder nur wenige das Bild liken, dann lernt man daraus, es das nächste Mal besser zu machen. Manch einer entfernt das Foto auch schnell wieder, weil es peinlich ist, wenn andere sehen, dass das Bild nicht geliked wurde. Und genau da fängt das Problem an. Das Streben, es unseren Freunden oder Followern recht zu machen, ist nicht ganz ungefährlich. Das Problem ist, dass die Selbstinszenierung zum Druck werden kann. Seine Freunde bei Laune zu halten, ist schließlich nicht ganz so einfach. Erstens sollte man regelmäßig posten und zweitens sollten diese Posts besser gut sein. Sonst gibt es kaum Likes, Herzen oder Favorisierungen. Das kann den Stress ausarten. Das Wort Selbstinszenierung sagt schon einiges über die Art der Darstellung aus. Wir überlegen uns, wie andere uns am besten wahrnehmen sollten. Das kann, muss aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Anstatt sein Leben zu leben, überlegt man sich, was man heute posten soll. Denn ein Foto aus dem Kunstmuseum kommt wahrscheinlich nicht so gut an wie eins von einer coolen Location. Likes zu bekommen und anderen zu gefallen, kann zur Sucht werden. Die Psychologin Heike Kaiser-Kehl berät Jugendliche, die mit dem Like-Stress überfordert sind. Ihrer Meinung nach gibt es ein Grundproblem. Man betrachtet das eigene Leben zunehmend durch die Augen der anderen, weil die Außenwirkung das Allerwichtigste wird. Das kann dazu führen, dass man ein zweites Ich für das Netz entwickelt und in seiner sogenannten Eigenreaktion gefangen bleibt. Im Extremfall zieht man sich dann aus der realen Welt zurück, damit die im Netz aufgebaute Scheinwelt nicht durch die richtigen Freunde auffliegt. So verliert man das Gefühl für sich selbst. Hinzu kommt noch, dass die meisten ja ihre Follower im Netz nicht kennen, sich also für Fremde inszenieren und darüber vergessen, dass sie im realen Leben einen Freundeskreis haben, den sie pflegen sollten. Bedenklich ist die zwanghafte Selbstdarstellung und die Sucht zu gefallen, vor allem bei Jugendlichen, weil man ja circa bis zum 25. Lebensjahr noch seine eigene Persönlichkeit enorm entwickelt. Übrigens werden die meisten Selfies von Frauen gepostet. Allerdings ist die Selbstinszenierung nicht nur ein Phänomen des Netzes. Auch im realen Leben inszenieren wir uns immer wieder neu für unsere Mitmenschen. Das Netz ist nur ein neues Medium, mit dem man sehr viel mehr Menschen erreichen kann. Aber die Jagd um Likes kann auch positive Seiten haben. Sie kann ein Ansporn sein, sich Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Die Bilder von anderen können eine Motivation sein, sich seine Wünsche und Träume zu erfüllen. Nicht jeder, der sich über Likes und neue Follower freut, ist gleich süchtig. Jeder Mensch hat das Verlangen nach Anerkennung, sei es in der realen Welt oder im Netz. Wenn man allerdings merkt, dass die eigene Stimmung stark von den Likes der Freunde abhängt und man viel Zeit damit verbringt, seine Posts und Bilder zu planen, dann ist das ein Warnzeichen. Heike Kaiser-Kehl meint, dass es dann auf jeden Fall hilft, etwas Abstand zu den sozialen Netzwerken zu nehmen und sich bewusst zu machen, wie viel Zeit man auf den sozialen Netzwerken und wie viel man in der realen Welt verbringt. Wie viel Zeit verbringt ihr am Tag in sozialen Netzwerken? Und glaubt ihr, dass Selfies zur Sucht werden können? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Wenn es euch jetzt auch gepackt hat, findet ihr neben uns noch zwei weitere Videos und unter Felix könnt ihr Was geht ab abonnieren. Bildgewaltig geht's auch weiter bei Textkalibur und wie immer alle Social Media Links in der Videobeschreibung. Ja, das war der Was geht ab Short für heute und wir sind raus. Ja, tschüss. Tschüss.